Ja, Christoph Anton, endlich hat es mal auswärts geklappt, aber so ein bisschen mit Hängen und Würgen, würde ich sagen. Ne, ihr habt euch das Leben selbst schwer gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir spielen jetzt die Rückrunde eigentlich einen ordentlichen Fußball. Müssen da eigentlich auch mit einer breiten Brust jetzt langsam auftreten, aber dann kommen wir wieder ganz schlecht rein in die Partie, direkt im Rückstand. Dann haben wir aber die Reaktion gezeigt, Spiel gebogen. Dann nachher haben wir uns einige Chancen rausgespielt, die nicht gemacht. Und ja, wenn 2-1 steht, kann immer was passieren. Dann haben wir sogar Überzahl, bestrafen uns selber wieder, dann ist wieder Gleichzahl, war ein Hin und Her. Aber wie gesagt, im Endeffekt brauchen wir uns jetzt entschuldigen für den Sieg. Dann haben wir jetzt auswärts einen Sieg geholt und jetzt haben wir ein geiles Spiel vor der Brust am Mittwoch gegen Engers. Glaubst du, dass da nach oben noch was geht? Aber ihr habt halt das eine Spiel mehr, das ist ein bisschen blöd, ne? Muss man jetzt einfach von Spiel zu Spiel gucken. Hört sich dumm an, ist aber wirklich so. Jetzt gegen Engers, klar, da wollen wir gewinnen, dann sind wir da nochmal ein bisschen in Reichweite. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt unsere Spiele alle gewinnen und dann noch gucken, was auf anderen Plätzen passiert. Also da ist so weit weg. Erstmal jetzt fokussieren auf Engers. Du hast ja selbst auch ein schönes Tor gemacht. Schilder mal, wie es dazu gekommen ist. War ja wichtig, dass ihr direkt zurückgeschlagen habt dann, ne? Ja, ich denke, wir haben direkt eine Reaktion gezeigt, wollten direkt dann den Ausgleich erzielen. Er kommt ein bisschen glücklich zu mir. Ich bin einen Schritt vor einem Abwehrspieler da und überspiele den Tor und dann ja, habe ich ihn reingemacht.